heute begeh ich Rufmord. Zier dich mit Weihnachtscode, Weihnachten, es wird rot. Beim Schlachten bis zum Tod hol ich meine Panzerfaust. Ich ziele auf den Schlitten, heute stirbt Santa Claus. Hallo meine lieben Zuschauer und Hirnlosen und alle, die es noch werden wollen oder auch nicht. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Feiertage. Erstmal noch schön Ostermontag, ne, und bunte Eier. Und es geht natürlich weiter im Henna-Battle. Das 28. ist vorbei. Und in der nächsten Runde haben wir natürlich auch wieder ein paar tolle Hotfights. Aber erstmal muss ich kurz noch was sagen, wegen dieser Crew-Regel. Ich hatte doch die Crew-Regel gesagt. Wenn man als Crew sich qualifiziert, dann muss man auch die Runde als Crew machen. Es geht nicht, dass man sich zum Beispiel zu dritt anmeldet und dann plötzlich geben einfach nur zwei die Runde ab und sagen, ja, der dritte, der konnte nicht. Dann ist man automatisch disqualifiziert, dann ist man raus. Das ist so. Einer, der eine Crew als Gegner hat, der muss ja auch gegen jeden aus der Crew was bringen. Also muss auch jeder von der Crew was gegen den einen bringen. Jetzt hatten wir den besonderen Fall bei der Bolodongo Crew, dass Jean Malik nicht mehr dabei war. Der hatte mir das ja vorher auch schon mal irgendwie preisgegeben, dass er keinen Bock mehr hat und dass er auch da nichts macht und nicht einreicht. Es hat aber keiner von den anderen irgendwie großartig was gesagt. Jetzt haben die eine Runde zu dritt abgegeben, sind aber eigentlich zu viert. Und eigentlich würde das laut den Regeln natürlich heißen, dass die Runde nicht bewertet wird, dass die rausfliegen und Pech haben. Weil ich kann nicht jedes Mal die Regeln verbiegen und machen und sonst was. Gegner war Razzia Crew, also Mockel und Amigo. Und Mockel und Amigo haben zu mir gesagt, ich soll die Runde trotzdem annehmen. Ich soll sie trotzdem bewerten lassen, ganz fair, neutral, hin und her. Ihnen ist das egal, wegen den Regeln. Und das ist natürlich eine andere Sache. Da braucht sich jetzt keiner aufregen und so. Wozu gibt's die Regeln? Andere sagen, Regeln sind scheiße. Wenn wirklich jemand darauf besteht, dann ist das eine ganz andere Sache. Dann dankt eurem Gegner für diese Fairness, für die Sportlichkeit, sonst was. Das hatten wir auch bei Hades Primetime, wo sich alle aufgeregt haben und bei mir beschwert haben, dass Primetime noch einen Tag Zeit kriegt, um dann abzugeben, beziehungsweise sogar noch einen Tag Zeit kriegt, um abzugeben. Da haben sich alle beschwert, was das soll, dass sich alle abmühen und der kriegt Bonuszeit. Die hat er nicht von mir bekommen. Sein Gegner wäre automatisch weiter gewesen, aber Hades selber hat darauf bestanden, nee, warte ab, wenn er jetzt noch einreicht, weil wir mussten ja eh mit den Bewertungen alles noch uns aufhalten und wenn er noch einreicht, dann nimm's noch an und hin und her. Er hat selber gesagt, warte ab und nimm's an und ist mir scheißegal, er will wenigstens ein Battle haben und nicht einfach so weiterkommen. Das muss man Hades groß anrechnen. Natürlich hat Primetime den Bogen dann so überspannt, dass wirklich selbst zwei Tage später nichts da war. Und es dann auch Hades gereicht hat. Aber ich meine wirklich, wenn das Hades so wollte, dann mache ich das gern. Ich verbieg dann nicht meine Regeln und sonst was. Ich gehe auf die Wünsche von den Teilnehmern ein und so weiter. Weil ihr wollt ja auch Battle sehen und nicht einfach nur Freilose haben. Ist natürlich jetzt nichts geworden. Aber zurück zur Razzia Crew. Also dicke Props dafür. Sie haben gesagt, ich soll die Runde annehmen und wir sollen die auch nochmal bewerten. Haben wir auch gemacht. Im Endeffekt hat es für Bolodongo dann aber trotzdem auch nicht gereicht und Razzia ist trotzdem weiter. Aber sie hätten sich damit ihren Sieg auch verbauen können, weil Bolodongo eigentlich sehr stark ist, obwohl ich von der Runde ein bisschen enttäuscht war und alles so. Ja. Na gut, aber erstmal dazu. Und wo wir gleich bei dem Thema sind und wir auch zu den Hotfights kommen, haben wir nämlich das nächste Ding. Snipe und R. Epsilon haben Romantik herausgefordert. Aber jetzt hatte Snipe mir gesagt, dass R. Epsilon plötzlich abspringt und ihn hängen lassen will. Und, naja, keine Ahnung. Ich meine, die meisten aus dem Teilnehmerfeld haben mir immer nur gesagt, Snipe ist eine Runde weiter, Snipe, richtig gute Runde, bla. Irgendwie hat R. Epsilon sowieso kaum jemanden beachtet und so weiter. Jetzt geht's natürlich nicht, wenn die beiden als Team Romantik herausfordern und dann einfach R. Epsilon abspringt. Dann hieß das, es ist eigentlich egal, was Snipe macht, weil es kann eh nicht gewertet werden. Er hat mich deshalb jetzt gefragt, ob es möglich wäre, dass er einfach alleine weitermacht. Es ist kein laufendes Battle gewesen, wie es bei Bolodongo Razzia war. Es ist vor dem Battle gewesen, dass danach gefragt wurde. Und ich habe mit Romantik mich auseinandergesetzt, habe Romantik gefragt und wir haben das besprochen. Und Romantik war einverstanden. Romantik hat darauf verzichtet, dass das mit der Teamregel so. Er hat gesagt, okay, dann lass One-on-One machen. Snipe, kein Problem. Nimm der an, will er machen. Snipe sich übelst gefreut, wie ein kleines russisches Kind. Und auf jeden Fall haben wir jetzt Snipe gegen Romantik im Hotfight.
Und dann ein zweiter Hotfight noch, Undercover gegen Titan MC. Ja, ich weiß, es standen viele Sachen auf Facebook. Der steigt aus, der steigt aus, der ist nicht mehr dabei, der ist nicht mehr dabei, keiner will mitmachen, bam, Turnier, scheiße, Dreck. Aber das sind die Hotfights, so wurden sie gefordert, so wurden sie angekündigt. Wer letztendlich einreicht von den Leuten, das weiß ich nicht, das wisst ihr nicht, das wissen die Leute wahrscheinlich selber auch nicht, aber ich muss die Hotfights, so wie sie waren, annehmen. Denn was kann ein Titan denn dazu, wenn er gefordert wird, was schreibt, seine Sachen macht und dann der Gegner plötzlich aussteigt? Da kann er nicht sagen, pass mal auf, nimm das, schmeiß alles weg, ich gebe dir irgendeinen anderen. Also, bin gespannt, ob die zwei Hotfights wirklich zustande kommen oder ob es da noch Probleme gibt. Auf jeden Fall wäre das so alles geklärt. Jetzt kommen wir zur Auslosung. Für die habt ihr natürlich wieder 3 Wochenenden Zeit. Bis zum 17.04. Der 17. April ist diesmal der Stichtag. Und dann kommen wir jetzt zur Auslosung. Im 15. Da hängt schon der Zettel oben raus. Ah, Frosch im Hals. So. Und die erste Paarung, die uns da S zum Z tritt an gegen Scary Poppins. Dann haben wir Neon. Und Neon tritt an gegen Unbekannte Prominenz. Dritte Paarung. Der Kärntner hat es diesmal zu tun mit Dynamics. Dynamix. Lasernick trifft auf Hades. Ah, mein Hals. Die inkompetenten Sozialarbeiter IS bombardieren Double Danger. Das ist ja doppelte Gefahr. Und IS und ah, das ist ja wieder mal total. Die, jetzt ist es mir wieder reingefallen. Die Teller Gang trifft auf Andy. Das wird bestimmt sehr spannend, weil die alle dope sind und so. Dann haben wir unseren Lucky Loser, Tyros. Tyros? Tyros tritt an gegen Freezy Trap. Nächste Paarung, Wave. Wave gegen Crazy Yo. Sonic trifft auf Unix. Das letzte Einhorn. Warum auch immer. Razzia, Mokkel und Amigo treffen auf Bloodline Music, Blade und Tiger. Also wieder ein reines Crew Battle. Johnny Joker trifft auf S-Cut. Das wird bestimmt auch wieder sehr spannend. Johnny Joker mit seiner schlechtesten Runde kam er weiter. Das muss man sich mal überlegen. Also war seine eigene Aussage. Dann haben wir die Dada Crew. Und die Dada Crew hat es zu tun mit Empty. Und dann ist die letzte Paarung, die noch ansteht, natürlich lecker Bockwursch im Glas, unter der Dusche, im Eckmeckbecher. Bockwursch gegen Phoenix. Das waren alle Paarungen im 15. Wie gesagt, 3 Wochenenden Zeit bis zum 17. Nehmt euch die Zeit. Macht was Gutes, wir sind gespannt, wer kommt weiter, wer nicht, wer hatet, wer nicht, wer verliert, wer gewinnt, wer ist sportlich, wer nicht. Und alle besonderen Vorkommnisse erfahrt ihr natürlich dann wieder im nächsten Video. Gibt's wieder Props für jemanden? Eigentlich wollte ich am Anfang einen dicken Hate-Block machen gegen alles, was mich aufregt, aber dann dachte ich mir, nee. Blutsport, Blutsport, ab heute begehe ich Rufmord. Hier nicht mit Weihnachtscode, Weihnachtscode.
Ich ziele auf den Schlitten, heute stirbt Santa Claus.